Willkommen bei The Exchange in unserem neuen Studio hier in Katar. Ich bin Guy Schoen. Ich bringe Ihnen die wichtigsten Nachrichten und Interviews aus der ganzen Geschäftswelt. Die weltweite Kunst- und Antiquitätenindustrie ist ein 50-Milliarden-Dollar-Markt. Aber es gibt auch einen blühenden Schwarzmarkt beim Sammeln von Kunstwerken und antiken Artefakten. Folgen wir dem Geld und schauen wir uns die Maßnahmen gegen den illegalen Handel mit Antiquitäten an. Normalerweise betrachtet man Kunstwerke oder antike Artefakte in Museen. Es gibt aber auch vermögende Sammler, die Millionen zahlen, um exklusive Stücke zu Hause auszustellen. Der Wert von Kunst- und Antiquitätensammlungen beträgt weltweit 50 Milliarden Dollar. Doch egal, ob es sich um ein seltenes Gemälde oder eine einzigartige Skulptur handelt, der Kunstmarkt hat leider auch eine dunkle Seite. Und das ist der illegale Handel. Unsere Reporterin Leila Humaira hat das Thema für uns recherchiert. Der illegale Kunsthandel ist schwer zu bekämpfen, oder? Es ist ein faszinierendes, aber auch besorgniserregendes Thema. Schauen wir uns mal die Statistiken an. Der illegale Kunsthandel macht etwa 5% der gesamten Branche aus. Das scheint eine kleine Zahl zu sein, aber es ist ein hartnäckiges und wachsendes Problem, das die Kunstwelt zunehmend in Verruf bringt. Während der Corona-Pandemie stand die Welt still. Doch der Schwarzmarkt für Antiquitäten war aktiver denn je und setzte in nur 2 Jahren 10 Milliarden Dollar um. Organisationen wie UNESCO und Interpol weisen darauf hin, dass das Geld allzu oft nicht bei den Menschen ankommt, deren Lebensunterhalt vom Fund von Kulturschätzen abhängt. Besorgniserregende Summen werden zur Finanzierung krimineller Aktivitäten abgezweigt. Auch wenn das Interesse am Sammeln schöner Kunstwerke zunimmt, gilt: Vorsicht ist geboten. Käufer aufgepasst. Die UNESCO, die UN-Organisation für Kultur und Bildung, steht seit Jahrzehnten an der Spitze der weltweiten Bemühungen um den Erhalt von Kulturerbe. Ernesto Otuna Ramirez ist stellvertretender Generaldirektor für Kultur bei der UNESCO. Er ist uns jetzt aus Paris zugeschaltet. Der Antiquitätenhandel hatte früher einen guten Ruf. Wie kam es dazu, dass er in Verruf geriet? In den vergangenen 20 oder 30 Jahren hat sich das in einigen Bereichen des Marktes sehr stark verändert. Schwarzhandel macht 5% des Marktes aus, mit riesigen Summen, die diese Geschäfte jetzt ausmachen. Es ist einfacher geworden, mit Antiquitäten zu handeln. Vieles kommt von Weltkulturerbestätten und es gibt vieles, was wir nicht kennen. Many of them are World Heritage Sites and there is a lot that we don't know. Dafür gibt es konkrete Gründe. All diese Stätten, die noch nicht bekannt sind oder gerade erforscht werden, sind nirgendwo eingetragen. Es handelt sich also um Altertümer, von deren Existenz wir nichts wissen. Unbekannte Stätten und Kunstwerke erschweren es Organisationen wie der UNESCO und Historikern, ihre Authentizität nachzuweisen. Gestohlene Antiquitäten werden weltweit verkauft. Man braucht ein internationales Netzwerk an Strafverfolgungsbehörden. An diesem Punkt kommt Interpol ins Spiel. Die Organisation verfügt über eine ganze Abteilung, die sich mit der Bekämpfung von Verbrechen gegen Kulturgüter befasst. Interpol verstärkt seine Bemühungen per Smartphone, um Antiquitäten aufzuspüren. Unser Reporter Cyril Fonary hat sich die neue App im Interpol-Hauptsitz in Lyon erklären lassen. Interpol zufolge gibt es eine beispiellose Plünderung von Kulturgütern aus kriegsgebeutelten Ländern. Wenn sie dann bei Sammlern oder Museen ankommen, ist es schwer zu sagen, ob sie illegal entwendet wurden. Interpol hat seine Bemühungen verstärkt und eine App namens ID Art auf den Markt gebracht, die bei der Identifizierung dieser sogenannten Blutantiquitäten helfen kann. Wie reagiert Interpol auf den Anstieg der sogenannten Blutantiquitäten? Es ist ein globales Phänomen, deshalb müssen die Länder zusammenarbeiten. Die Rolle von Interpol besteht in erster Linie darin, unsere Mitgliedsländer und unsere Spezialeinheiten in diesem Bereich zu unterstützen. Ein Werkzeug, das wir entwickelt haben, ist ID Art, unsere erste mobile Anwendung. Mit der ID-Art kann man nachprüfen, ob ein Objekt in unserer Datenbank enthalten ist. Wenn das Objekt auftaucht, bedeutet das, dass es gestohlen wurde. Das Besondere an der App ist ein roter Knopf, mit dem man den gefundenen Gegenstand an Interpol melden kann.
ID-Art ist ein perfektes Werkzeug für Polizei und Zollbeamte, Kunsthändler, die breite Öffentlichkeit oder Künstler. In Spanien und Rumänien haben Spezialeinheiten dank der Anwendung bereits Kunstgegenstände wiedergefunden. UNESCO und Interpol schärfen das Bewusstsein für das Problem und klären Kunstsammler und die Öffentlichkeit über gestohlene Kulturgüter auf. Was kann man sonst noch tun, um dagegen vorzugehen? Das wollte ich von Deborah Lehr von Antiquities Coalition wissen. Das ist ein sehr wichtiges Thema, das wir angehen müssen. Die internationale Rechtsstruktur muss verbessert werden. Diese Verstöße müssen als Verbrechen eingestuft und folglich mit harten Strafen belegt werden. Der Kauf von gestohlenen Gütern oder was an einer archäologischen Stätte oder in einem Museum passiert, ist mit Einbrüchen vergleichbar. Die Strafen dafür müssen verschärft werden, denn oftmals finanziert dieses Geld das organisierte Verbrechen. Und es ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Harte Worte von Deborah, die sagt, dass der Diebstahl von Kulturgütern einem Einbruch ähnelt und daher eine härtere Strafe rechtfertigt. Zeit für unsere Rubrik Business in 60 Sekunden. Los geht's! China gab seine Inflations- und Handelsdaten für März bekannt. Das Land verzeichnete im vergangenen Jahr aufgrund der starken Exportnachfrage seinen bisher größten Handelsüberschuss. Die Inflation flaute seit Anfang des Jahres aufgrund der nachlassenden Nachfrage im Immobiliensektor und neuer Covid-Beschränkungen ab. Das gibt der Zentralbank mehr Spielraum für eine Lockerung der Wirtschaftspolitik. Die OPEC veröffentlichte ihren monatlichen Ölbericht. Der Verbund von derzeit 13 Staaten geht davon aus, dass dieses Jahr weltweit 28,9 Millionen Barrel pro Tag benötigt werden. Die Prognose lässt eine weitere Steigerung der Ölproduktion zu. Der britische Online-Modehändler ASOS hat seine Ergebnisse für das erste Quartal veröffentlicht. Das Unternehmen verzeichnete einen soliden Gewinnanstieg, warnte jedoch, dass er in diesem Jahr um mehr als 40% einbrechen könnte. ASOS könnte auch durch die Rückkehr der Verbraucher in die Einkaufszentren und ein Einkaufsverhalten wie vor der Pandemie unter Druck geraten. Trotz der Pandemie floriert die weltweite Kunst- und Antiquitätenbranche mit mehr Verkäufen und Auktionen als je zuvor. Und obwohl der illegale Handel nur ein kleines Segment des Marktes ausmacht, hat er das Potenzial, den Ruf großer Interessengruppen, darunter Kunstsammler und viele der weltweit führenden Museen, zu schädigen. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Auf euronews.com finden Sie mehr aktuelle Wirtschaftsnachrichten. Bis zum nächsten Mal bei The Exchange.